Also von mir aus können wir schon weitermachen, Purple. Meine Mutter hat sich beschwert, dass ich nicht zum Abendessen komme. Okay, dann fange ich jetzt ich mal wieder an mit meinem Ja, hallo und so und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Mit dabei ist der bucklige Purple und der gutkige Mann. Ja, du, wenn du das Feuerzeug anhast, dann sieht's aus, als ob du noch... Ach, da hängt einer drin. Wir haben einen in der Trap, guck mal. Ja. Uga, uga. Frischfleisch, Jungs. Guck mal. Du Spacken. Opfer. Scheiße. Du Lusche. Wusste, das war eine gute Idee. Ja, von dem Zeug braucht man definitiv mehr. Also mehr Fallen bauen diese Folge, mehr von mehr. Und draußen hätte ich jetzt schon mal so ein kleines, so eine kleine Plattform aufgestellt. Und? Die wir dann auch noch bauen sollten. Sehen, guck. So. Lecker also Kopf. Viel zu sauen, viel zu Das lassen. Hatte ich mal platziert, weil ich aussehen das große Feuer kaputt gemacht habe. Aha. Nee, vor allem gab's da, glaube ich, einen Update-Bug oder so. Die gingen irgendwann nicht mehr. So. Was ich noch etwas umständlich finde, ist, dass du jedes Fleischteil separat in die Hand nehmen musst, um das aufzuhängen. Ja, das ist vor allem bei so großen Mengen. Ja, nachdem wie wir jetzt die Dinger verschnetzeln hier, ist das zweite Rain-Rack auch bald voll. Ach, wir haben noch ein, ach, stimmt, wir haben noch ein zweites. Ja, ich habe ein zweites aufgestellt. Alter, ich sehe gar nichts mehr, ey. Ist alles schwarz. Ja, dann stell halt deine Options wieder zurück. Nein. Ich werde mal was essen. Kann ich jetzt? Aber man kann ja auch kein Gamma oder so einstellen, das ist halt doof. Naja, es ist ja auch irgendwie beabsichtigt, denke ich mal. Nee. Naja, es. Man kann immer sein Gamma einstellen. The Forest soll halt einfach viel dunkel sein. Jetzt ist wieder Tag hier. Das heißt, das vermehrt sich Nacht gar drin. Nicht. Was wird? Kommt wieder. Nee, ich glaube, das ist auch gar nicht zum Vermehren. Habt ihr mal ein bisschen Viagra? Was? Viagra? Ich glaube, das ist wirklich nur, um die quasi Leben zu halten, dass du halt Fleisch hast, was nicht verdirbt. Aber das ist meine Meinung. Diese, ich habe den aber auch noch nicht durchgelesen. Diese Nacht war zumindest schon mal ein bisschen ruhiger. Also es ist noch gar nicht Tag. Nee, es kommt die Hälfte der Nacht rum. Ja, nee, es ist nur Vollmond, drum schaut so aus. Ich dachte, es wird wieder Tag. Scheiße. Kuckuck. Na? Kann ich denn die Scheiße? Nein oder nicht? Nein. Ja, das ist hier die Frage. Ah. Ja, gut, ich hätte die Falle vielleicht ein bisschen weiter nach vorne stellen können. Alter, kann man auch Steine transportieren? Nee, das passt schon. Das passt gut. Was, da kann man Steine auch? Ach ja. Ach, lol. Cool. Okay, cool. Cool, geil. Wo ist denn unsere zweite? Wir hatten noch eine zweite, so ein komisches. Aber der Skurk ja durch die Gegend geflitzt. Nee, das, ich hatte den hier. Achso. Steht der Alter. Zweite vielleicht noch im Wald oben? Wozu ist das? Gar nichts mehr, ey. Das ist für den Weg nach drüben. Genau, also, später. Der wird jetzt gebaut, das habe ich nur. Genau, für die Hängebrücke. Das ist jetzt mal nur so eine Vorsehung. Vor allem hätten wir dann von oben eine absolut geile Basis zum, mit den. Pfeil und Bogen runterzuballern. Das stimmt allerdings. Oh Gott, mich verfolgt schon wieder einer. Komm her, cool. Komm in die Trap. Ich lauf außen. Lauf mal erst du durch. Wo ist er? Da kommt er. Mal bitte komm her. Ich will das in der Aufnahme haben. Fatz! Voll ins Auge. Komm her, du Sau. Ich bin hier. Freude der Feind. Dann ist, komm her. Feind natürlich. Komm her. Falsche Richtung. Ja, ne? Ne. Ach Gott, das ist ein Glücksspiel hier. Hab ich nicht, Pfeil und Bogen hab ich auch nicht mehr. Ach, hinter uns sind auch noch ein paar. Ein Fitzelgerutzel. Ach Gott, tschüss. Ach, ihr habt schon wieder Schatz, siehst du. Ja. Ach Mann, lauf doch nicht vorbei, du Affe. Okay, hast es so gewollt. Du kommst nicht in die Trap. Yo, das ist einer. Yo. Jackpot. Okay, er hat mich gelegt. Arschloch! Leute, was machen die? Purple, kannst du mich? Die essen alle rein. Wer isst wen? Oh. Purple, kannst du mich wiederbeleben? Ich lieg gleich draußen links. Ja, ich komm. Ich komme. Bitte. Ach, nee, du kommst nicht mehr. Ups. Oh, zu spät. Ja, zu spät. Op, 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 op.
Hilfe! Aber Eddie ist es ja schon gewohnt zu sterben und er ist im Chat. Tot. Ich will nicht chatten. Könnt ihr mich wiederbeleben? Nein. Okay. Ich gehe da nicht mehr raus. Das ganze Mal. Sind schon wieder so viele da, oder was? Da sind 4 oder 5 Leute, sehe ich hier. Ach nee. Ja, hier beim Flugzeug ist auch wieder eine, so wie es sich anhört. Und da draußen laufen noch ein paar mit Lichtern umher. Ist halt ja nett. Ja, ich sehe es, aber es sieht zumindest schon mal... Das bringt jetzt nichts, wenn ich da rausrenne und dann auch noch sterbe. Ach, die hüpft mich von hinten an, die blöde Biatsch. Ich bin gleich wieder tot. Ich glaube, ich komme nicht mehr ins Vor. Wir essen im Flugzeug? Was? Wir essen Eddie? Nee. Leider hallo? Nicht. Ach Gott, das war knapp. Diet. Hab dich mal eine Axt? Was? Ja, komm, lauf in die Falle. Ach Mann. Ist keine Axt. Ja, du hast du deinen Leichnam nicht? Die holst du dir wieder. Bist du nicht über deinen Leichnam gelaufen? Ach so, Totenschädel laufen, da ist deine Leiche. Ach so. Da läufst du drüber und dann hast du die Axt zumindest wieder, auch wenn sonst nicht viel überbleibt, aber die Axt bleibt. Ja, ich hatte glaube ich nichts Besonderes dabei. Oh, sieht schön aus. Von Weitem jetzt, vor allem mit dem Haus da oben. Oh. Ja, Alter, wie viel sind denn hier schon wieder? Oh, nein, geh erstmal so rein, hol die Axt später. Wie viel Close habe ich denn? 1. Ja, super. Das hilft natürlich. Jetzt hilft's gar nichts mehr. Das ist wie wenn wir neu begonnen hätten jetzt gerade mit dem Scheißtrick hier. Zumindest können wir momentan eher nur zugucken, als sonst was zu machen. Ja, das Problem ist, die verschwinden ja nicht von selbst. Komm, lauft in die Falle. Nein. Lauft in die Falle. Das gibt's doch nicht. Hm. Ach, da liegt gleich schon einer. Guck mal, ich hab einen Stein in der Hand. Ich bin stolz auf dich. Nein, da kann man Leute. Muss Eddie auf den Kopf hauen. Wo ist er denn? Eddie! Nee, geh weg. Oh, jetzt regnet's auch noch. Geil. Das ist geil. Alter, so viele Spatten hier. In unserem Garten, da pflanzen wir ein bisschen Fleisch die an. Die laufen alle über die Falle und lösen nicht aus. Das gibt's ja nicht. Ich weiß, ich glaube, die ist gar nicht ausgelöst. Manchmal wird das so, sieht das so aus, aber du kannst sie trotzdem wieder spannen. Weißt du? So, einer muss rausgehen und... Okay, ich hätte sie gespannt. Genau. Geh weg! Ja, geh weg! Ausgelöst. Geh weg, wenn hier einer steht! Verdammte Axt! Och! Bleibt die... Also ist gerade wieder ausgelöst, die Falle. Warte. Ja, genau. Ja, toll! Der hat mich durch die Tür erschlagen, der blöde Arsch. Ja. Bist du schon wieder tot? Ja, bist du wieder tot? Okay. Ich wurde aufgehauen, aber ich war nicht tot. Ich hatte. Wir sind sehr aggressiv, die Leute heute. Findest du? No! Ja, vor allem die Tür hält nichts mehr stand. Zwei, dreimal noch drauf haben und das Ding ist weg. Ich hätte ja immer noch gern meine Axt. Sieh, der schlägt mich zweimal und ich bin tot. Alter, die haben die so scheiße schwer gemacht. Ach, bist du wieder tot? Ja, warte, ich komm ran. Ich komm ran. Oh nein. Achtung, oh nein. Vergesst es, ich mach... Ich hab sowieso nichts Gutes im Inventar gehabt, also... Spart euch die Medizin für euch. Meine Axt. Also hier ist jetzt im Flugzeug, das ist abgegrast. Hier aber es wird wieder Tag. Weder was zu essen, noch Medizin. Scheiße. Ach, ich speichere hier mal. Wir haben keinen Speer mehr, wir haben keine Knochen mehr, wir haben kein Dynamit mehr, wir haben eigentlich gar nichts mehr. Scheiße. Der Speer wäre ja richtig geil jetzt. Ja. Alter, wie viele hier sind, ey. Ja, nur 6. Spann mal die Falle, wenn du schon mal da bist. Okay. Aber ich hab die Falle gespannt. Immerhin. Ja, das hat so gekommen. Vielleicht, jetzt hat es schon wieder ausgelöst. Echt? Nö, entspannen. Ja, aber da ist keiner drin. Das Selbstmordkommando. Oh, lol. Jetzt hat sie schon wieder ausgelöst. Ist wieder ja, drin. Da ist einer durchgelaufen, aber der war zu schnell. Na gut, ich meine, es hilft ja alles nichts, ne? Ich hab eine Axt, Oh ja. Warte, ich hab alles wiederbekommen. Was soll denn? Ne, alles. Oh, die packen denn auch noch so ein bisschen viel. Rum. Ja, das Problem ist, das ist nicht einer draußen, da sind 3 draußen. Und du schlägst einen und wirst von hinten gevögelt. Und zwar so richtig. Opa, ich bin rein.
Aber meine Zuschauer sehen zumindest jetzt mal, wie viele Tage wir schon spielen. Hey! Purple, hi! Hi! Lange nicht gesehen, Mann! Du bist geil, dass du auch im Flugzeug warst. Nice. Scheiß billig hier allein hier. Ja, immer wieder dasselbe, ey. Immer wieder genau. Ja. Jeden Löwen. Urlaub das gleiche. Was ist denn das? Da stürzt du ab und landet auf einer Insel voller Kannibalen. Hinter uns grunzt schon wieder. Wer hat das schon mal erlebt? Ah, lass ihn nur grunzen. Ja, lass ihn nur grunzen, ich bin tot. Ja, der hat der schlägt mich einmal, verstehst du? Einmal. Bin ich denn? Oh. Auf geht's, Purple. Au, au, ja, au, 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 Alter, au, das au, ist aber au, schon heftig. Au, au, au. Die Medikamente sind natürlich weg. Oh, fickt euch doch. Wir könnten mal so einen Schrank aufbauen. Ja, aber wie... Ja, ne, wir haben... Das ist momentan ein bisschen blöd. Wir haben ja nichts vom oh. Schrank, wenn wir sowieso nichts haben, was wir in den Schrank tun können. Ja. Okay, die vergifteten Bären sind auch eher kontraproduktiv, ne? Jawohl, ich hab einen erwischt! Mit der Falle, hallo! Minus 1. Aufstell wieder! Ja. Hab ihn. Was so, da kommt der nächste. Vielleicht läuft er durch. Komm schon. Purple, purple, purple. Ja, du willst doch nicht rein hier, etwa, oder? Durch. Willst du rein? Oh! Oh! Okay. Oh, die Tür ist kaputt. So viel, wir haben Probleme. So viel zu dem, ich komm nicht überleben. Rein. Die Tür ist kaputt. Könnt ihr jo, noch in einer Falle. Nice. Ja, gleich. Erstmal müssen wir töten. Ich hab keine Axt, ich schlag den mit dem Stock gerade. Also, ich bin tot. Okay. Ich bin auch tot. Okay. So schön. Das ist gerade kontraproduktiv. Wo ist er? Oh! Scheiß doch was die tot? Wand an. Ja. Also zwei laufen hier noch rum. Also entweder es liegt jetzt daran, dass wir mehr Spieler sind, dass die Dinger so scheiße aggressiv sind. Glaube ich fast nicht. Ich habe keine Ahnung, ob da im Primärcode dann irgendwas anders ist, wenn man... Also es wäre ja schlimm, wenn die so wären, wenn du alleine spielen würdest. Also wenn ihr wieder respawnt und hier vorbeikommt, einmal für alle auslösen, bitte. Auslösen? Nee, spannend, bitte. Nicht. Das Problem ist, jetzt warten die schon in unserer Base auf uns. Ja, noch nicht. Also es sind nur zwei oder drei Leute hier, ne? Aber ich habe leider kein Leben mehr, so wirklich. Okay, Falle ist geupdatet. Wo ist denn hin? Oh, der siehst du das hier bei mir, Eddie? Ach nee, scheiße. Ne? Kann jemand die Falle auslösen? Och, ne. Alter, das Ding hüpft mich einmal an und ich fall um. Weg, auf. Also jetzt wird der Forest dann richtig verdammt eklig. So. Jemand da, der mich heilen kann? Nee, warte. Pff, Alter, ich das Einzige, was ich diese Folge gemacht habe, ist vom Flugzeug zu unserem Ding zu laufen. Und das fünfmal. Fabi, bist du da? Ah, Fabi ist gar nicht mehr da. Okay. Was? Fabi ist wieder da. Ah, okay. Fabi ist aber tot, glaube ich. Kann sein, ja. Ja, nein, doch, Fabi ist tot. Okay, dann ist er tot. So. Jo, es macht doch Spaß, oder? Ist nur noch einer, oder? Ne, zwei sind noch. Einer läuft aber jetzt gleich in die Falle und war so lang. Alter, einmal geschlagen! Ich kann nichts machen gegen die Spacken. Achso, vielleicht hat jemand schon die Blockfunktion versucht vom Darkst? Wenn ich eine Axt hätte, ich spam immer Angriff, damit die halt nicht so. Ja, würde ich ja auch machen. Das Problem ist, die sind zu schnell, die Viecher. So, und zur Abwechslung mal wieder vom Flugzeug zur Basis. Ja, also sie machen auf jeden Fall so gut wie keinen Schaden, wenn du blockst. Das ist ziemlich krass. Okay. Dann, also ein bisschen Schaden machen sie, aber so gut wie gar keinen. Dann wärmer die Axt habe ich. Oh, du bist auch tot, Purple. Das ist blöd. Es sind noch zwei da. Die zwei. Kann mir jemand helfen? Blöd, ja, ich komm gleich, wenn ich. Oh, fuck! Wenn du nicht ausstirbst. Ja, genau, das war die Bedingung. Aber nee, ich lebe. Und du bist. Warte, nee. Mitten in der Base. Ja. Juhu! Ich lebe! Okay, wir haben wieder einen in der Trap. Und ich bin tot. Nice. Alter. Mach mal einen Dead Counter. Ich bin auch wieder tot. Juhu! Hallo. Alter, was soll man da noch machen?
Das ist jetzt echt die Frage. Ob es dann nicht sich jetzt eher lohnt, würde versuchen, woanders auf einem Baum vielleicht. Ebe. Dass man einfach jetzt versucht, einen Baum auszubauen, dass man den, dass man da halt. Ja, das von hier mal wegkommen. Halt. Ja. Ja, aber dann würde ich generell ein Stückchen weiterziehen, also nicht in der Nähe vom Flugzeug, sondern vielleicht in der Nähe sogar von ihrem Dorf irgendwo. Wir brauchen unsere Äxte. Also ich habe. Aber jetzt sind es 4 Leute, die werden immer mehr. Ich hätte eine Axt, ich habe eine Axt. Man liegt vorne. Hey, das ist, kann doch nicht wahr sein. Oh. Wo sie halt nicht hoch können, ist hier auf unsere Plattform, das weiß ich. Ja, wenn sie den richtigen Weg haben, können sie da auch hochkommen. Aber es ist ja eigentlich Du musst Tag, nur gucken, auf wen sie schauen. Wenn sie mich anschauen, dann kannst du sie ruhig schlagen, weil dann sind die auf mich fokussiert. Okay, versuchen wir es mal. Und, Naja, aber sobald ich ja, ist er auch mich aber du musst halt dann abwechseln. Ach, der schlägt mich nur einmal. Ja, so schnell geht er nicht. Okay. Ja, wir sind natürlich auch nicht alle full life, weil wenn du spawnst, hast du nur ein Viertel deines Lebens oder so. Ja, boah, geil. Jetzt habe ich ein Leich dabei. Sehr gut. Ich bin dafür jetzt, ich hole meine Axt und dann hau ich ab. Ich hab dich wiederbelebt. Zu spät, Purple läuft vor mir. Okay. Ein Viertel des Lebens ist gut, ja. Wo ich wollte zumindest noch was essen hier und was trinken. Aber wenn die da sind, funktioniert das halt gar nicht. Okay, ich laufe jetzt. Ja, weg. Ich hole mir jetzt meine Axt und hau ich ab. Das macht dann sonst Ich habe meine Axt, ich bin ja, weg. Dann. Ich bin unten an der Küste. Lauf aber an der Küste nach rechts, Sinn. Bitte, nicht nach links. Jo. Oh oh, meine Ausdauer ist alle. Bitte nicht angreifen. Gibt's hier irgendwo was essen? Oh! Oh, der hat doch noch was essen, wäre gut. Nimm. Oh. Okay. Und Tschüssikowski. La. Wir können ja in Richtung der Flaggen so ein bisschen laufen, oder? Wir sind dichter bei den Kann anderen nicht tollen Sachen sind. Also ich wäre dafür. Ja genau, da wo Gurke ist, in die Richtung. Oder dahin, ja, das ist auch gut. Einfach mal so fürs Erste. Das Problem ist, ich habe keine Ausdauer mehr und die Dinger sind wir. Echt auf den Fersen? Ausdauer habe ich voll. Aber ich glaube schon, dass wir ziemlich weit weg müssen, damit es. Ich bin auf die andere Seite vom Meer. Oder so. Du bist tot? Ja, mir hat einer verfolgt und geschlagen. Aber jetzt liege ich zumindest mal am Strand rum. Aber wie siehst du da hinten, wenn du über das Wasser guckst, da so rote, orange Punkte da? Gut, orange. Aber ich glaube, du hast deine Sicht gar nicht so weit eingestellt. Doch, das. Doch, ich glaube. Dass wir da hinlaufen, dass wir da versuchen, vielleicht. Wir können rüberschwimmen. Das Problem ist natürlich, je weiter, dass du vom Flugzeug weg bist, desto länger ist die Strecke, die du dann laufen musst, wenn du tot bist. Aber wir müssen jetzt halt weit weg, ansonsten sind wir immer noch im gleichen Gebiet und spawnen ja genauso viele Idioten. Ja, aber ich habe keine Ahnung, dass das so krass wird. Ja, das konnte ich vorher auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder wieder, dass man nicht da... Wir hatten da unten ein Drying Rack aufge... Ach, ist das unser... Da liegt unser Ding am Rücken. Ja, das kannst du aber wieder umdrehen. Ja, super, der steht bei meiner Leiche und wartet auf mich. Sind da auch Menschen bei dir? Ja, oder? Ja, die laufen hier generell immer so rum, das ist normal. Ja, die stehen da und haben uns, glaube ich, im Fokus. Ja, toll, ich kann, könnte mir vielleicht irgendeiner helfen von euch? Es ist nur einer, es ist nur einer am Strand und ich bring den, er wartet bei meiner Leiche, ich bring den allein nicht down. Bitte. Jetzt versuchen vielleicht sonst das Ding zu schnappen und wegzurennen, so wie wir. Ja, habe ich ja versucht, und wenn ich nicht mehr sprinten kann, was soll ich machen? Das stimmt auch. Außerdem wäre es sowieso nett, wenn wir ein bisschen zusammenbleiben. Ein bisschen. Eigentlich wollte ich jetzt alleine lassen. Ja, das habe ich mir gedacht, Arschloch. weißt du, was dann auf deinem Bildschirm steht? Host not responding. Sie haben das Spiel gewonnen. Ja, genau. So. Aber wir sind rein folgentechnisch wieder am Ende und leben. Achso. Ja, wir haben so viel geschafft. Jetzt ist der Spacken weg, oder was? Ne, da vorne läuft er. Ja. Kommt zu mir! Hinter euch ist auch einer, hinter euch kommt auch einer. Wo? Ja, der backt da noch. Gollum. Der backt da rum. Kommt zu mir, Eddie! Ich komm ins Licht! Was heißt denn, der backt hier rum? Wenn sie da am Stein sitzt? Ja, jetzt ist so hinterhergelaufen. Eben gerade sitzt da. Ja. Das ist eine Frau, die ist gefährlich. Ja. Oder kommen mehr angerannt? Da kommt. Sieht geil aus, wie wir beide auf herumkloppt da. Ach, stirb. Ja.
Warte mal, den können wir ja eigentlich mitnehmen. Immer noch nachstiefeln. Ich glaube, du so, kannst kann den hier... nicht umdrehen. Guck dir an, ich habe hab die Schwerkraft aus der Kraft gesetzt. Was sind das? Guck's dir an, ich bin Meister. Ah, guck mal. Okay, wie hast du den können wir ja mitnehmen zu einem neuen Ort. Ach, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es mich umdreht, aber. Okay. Wie wär's, wenn wir auf die andere Seite vom See da laufen? Wo die Zelte sind. Ich bin nicht so schnell. Wie, auf welche Zelte? Ja, wenn du jetzt da geradeaus rüber guckst übers Wasser, dann sind da ja so. Da oben ist nur mit der Schneebe um, das ist hinter relativ mir ist klein. Was. Nein, davor, das sind doch so rote Zelte und Steine und so. Ja. Könnt ihr mich wiederbeleben? Wenn man da in den Wald läuft. Ich würde ja doch auf diese Insel bleiben. Ach, ja. Ja, ich komm. Wenn der mich jetzt nicht auch noch angreift. Nee, der lässt sich bestimmt nicht wiederbeleben. Ich kann nicht sprinten. Ja, das ist hier so ein bisschen blöd am Strand. Ja, der wartet da so ein bisschen. Warte, jetzt hab ich's, glaube ich. Und Bingo. Komm. Danke dir. Oh, ich hab ganz viel Leben. Ja, genau, wie viel wie wir. Aber wir machen jetzt einen kleinen Break. Und ich hätte gesagt, weiter geht's in der nächsten Folge der Forest. Mit einem Übersiedlungsding. Das Ding verfolgt uns noch immer. Wir müssen vom Strand weg und wieder da vorne laufen auch viel rum. Könnt ihr schwimmen? Also wenn du die Sprint-Taste gedrückt hast, so ein bisschen nach links und rechts läuft, dann geht das meistens. Könnt ihr schwimmen? Nee. Nee. Die warten ja, aber dann trotzdem auf dich. So, ja, hier sind noch wir Zelte, doch die nehme ich noch schnell mit, da machen wir halt ein paar Minütchen Überlänge. Was? Ah, hier kann ich nur speichern. Oh! Oh. Ach Gott. Wir sollten einfach laufen, glaube ich. Ja, jo, laufen ist schon mal... Viel Spaß allein, sonst, mach mal hier ein bisschen einen... Alter, die folgen uns jetzt gefühlt alle, Alter. Wow! Ah! Purple? Wo? Wo bist du, ey? Ja, ich dachte, wir laufen zum Cockpit. Ja, da können wir auch laufen. Oh, 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 oh. Also ich hab irgendwie das Gefühl, die folgen uns alle. Ich bin am Weg zum Cockpit und das Cockpit ist ja auf einer kleinen Insel. Das heißt, da sind wir dann relativ sicher und ich würde dann gerne ein Folgenpäuschen machen. Ja, oh, ich bin gleich auch tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hilfe! Seid ihr beide tot? Ich bin tot. Er ist tot, ich wollte ihn gerade wiederbeleben, aber da laufen einfach zu viele Viecher rum. Ja, da laufen dann 4 oder 5 Viecher rum. Revive ich. Ach Gott. Oh. Okay, also. Kann er jetzt länger tauchen? Die verfolgen auch noch die Schweine, als ob das nicht schon schwer genug wäre. Aber die Tauchzeit haben sie zumindest geändert. Man kann jetzt länger tauchen als vorher. Haben sie was mit dem großen Loch mittlerweile gemacht? Ich weiß nicht, da könnten wir nachher auch mal hinschauen, aber ich würde jetzt... Ja, da bin ich gerade. Was, echt? Nö, da haben sie nichts gemacht. Ach ja, da ist ja der Arsch. Ja, okay, tschüss. Kein Bock mehr. Ja, ich würde auch sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.